Hallo und herzlich willkommen zurück in einer brandneuen Folge von Kaisers Frei. Tag! Ich hoffe, ihr hattet schöne Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet auch schöne Festtage. Ich hoffe, ihr verbrachtet Zeit mit der Familie. Bei uns läuft Weihnachten eigentlich immer so ab, dass am Abend um 6 Uhr die Bescherung ist und dann gibt's Geschenke und dann trinkt man und isst man was gemeinsam und dann wird Karten gespielt oder so. Und dann ist es schon am Abend und dann gehen wir wieder heim, weil so groß ist meine Familie nicht. Wenn jetzt ein paar Leute fragen, was ich bekommen habe, also bekommen habe ich in erster Linie mal Geld und vor allem Geld für die PS4, die ja bei uns immer noch vergriffen ist. Und deswegen hoffe ich, dass sie bald kommt. Und ein Pullover. Es tut mir leid, dass ich euch warten habe lassen müssen. Wie gesagt, jetzt war erst Weihnachten und dann hatte ich noch ein paar Erledigungen. Ich musste dann auch noch zu meiner Oma und es ist halt immer, man muss ein bisschen traveln. Aber jetzt bin ich ja wieder da. Aber nicht lange. Denn wie ein paar vielleicht von euch wissen, nehme ich ja öfters mit Daship und DebitoLP auf, also zeitweise. Der Daship hat mich gefragt, ob ich zu Silvester nicht nach Deutschland fahren will und mit ihnen Silvester feiern möchte. Da das dann meine ersten Silvester im Ausland sein würden und ich irgendwie Bock habe auf Abenteuer und so, habe ich gesagt, ja, okay, passt. Und jetzt fahre ich zu den beiden und werde wohl Silvester feiern. Ich bin von 29. bis 1. Jänner dort. Ich sage euch jetzt schon mal, Prosit Neujahr, ich kann es euch leider nicht am Punkt um 31. sagen, weil ich bis dahin noch ein paar Videos fertig machen will. Und ja, ich bin in Deutschland, in Essen genau. Wer Bock hat, sich irgendwas zu machen oder in Essen wohnt, der kann mir ja auf Facebook schreiben. Ich würde mich freuen. Ein paar Wochen habe ich auf Twitter geschrieben, dass ich mit Dominik scharfes Chili essen gehe. Und wir haben da ein paar Videos gemacht und ich kann euch sagen, das war fucking scharf. Mein Mund hat vibriert. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr ein Steak auseinander nimmt und das sind diese Fasern. Mein Mund hat sich so angefühlt. Mein Mund war taub. Das war das Schärfste, was ich hier gegessen habe. Und ich habe es aber weiter gegessen, weil es so gut war. Aber es war so scharf. Auf jeden Fall wird die Kamera dabei, also Dominik, besser gesagt sein Handy, und auch aufgenommen. Dazu gleich mehr. Des Weiteren habe ich wieder paar Briefe bekommen, die ich noch vorlesen möchte. Man hat mich schon gefragt, ob ihre Briefe angekommen sind und ich sagte, ja, aber ich konnte sie noch nicht vorlesen. Also, ich sehe den ersten Brief und der ist voll cute. Schau mal. Hallo, Kapuzenwurm und der Wurm dreht sich schon. Okay, ich mache ihn mal auf. Oh! Und da sind zwei, ich glaube, eine Zeichnung. Oh, fuck, geht der Herr. Aber die Idee ist awesome. Ich habe meinen eigenen Slender Page bekommen. Make more LPs or it takes you, Kaiser. Die Idee ist fucking cool, Mann. Und eine andere Zeichnung war auch noch dabei. Vor 22 Jahren, am 1. November. Krankenhauskreisel. Ah! Ich bin Kapuzenwurm. Nach 5 Jahren. Ey, mein erstes Spiel. Es war nach 3 Jahren, bitteschön. Heute? Danke, YouTube. 10.000 Abos. Das ist noch zu meinem Geburtstag. Ich hatte am 1. November Geburtstag. Ich danke dir. Ich glaube, das ist noch ein Geschenk, das später ankam. Aber danke. Ich freue mich drauf. Vor allem die Idee für die Dings finde ich ziemlich cool. Und Brief vor Ort. Ich lese noch schnell den Brief vor. Hallo Kapuzenwurm. Erstmal alles Gute und Liebe zum Geburtstag. Nachträglich. Schön, dass es dich und deinen YouTube-Kanal gibt. Du bist meiner Meinung nach der beste Let's Player, den es gibt. Das nicht nur, weil du Let's Plays machst, sondern auch, weil du dich um deine Fans kümmerst. Nicht viele veranstalten Fan-Treffen wie du. Vor allem kann ich mir vorstellen, in welchem Stress du manchmal bist. Der Job, die Freiheit, die Freunde und YouTube ist echt hart. Aus diesem Grund danke und Respekt. Dankeschön. Bist halt ein guter Kaiser, der sich um sein Volk kümmert. Ich persönlich schaue mir auch andere Let's Plays von anderen an. Aber die sind nicht annähernd so gut wie deine. Denn bei dir lacht und weint man gleichzeitig. Das ist total besonders. Vor allem deine Mimik und Gestik sind der Hammer. Einfach nur genial. Bin mir sicher, dass ich nicht die Einzige bin, die das so sieht. Mach weiter so und dann hast du bestimmt die 20.000 sicher. Danke für das Lesen meines Briefs und viele Grüße an Dominik. Dominik, schöne Grüße. Einen wunderschönen Tag noch. Tuana. YouTube, Hutchison, Facebook, Tuana, bla. Ist es ein T oder ein J? Ich kann es nicht genau lesen. Danke, dass du mit mir so mitfühlst. Es kostet mich echt ziemlich viel Zeit, wenn nicht sogar eine Großteil meiner Freizeit. Und dann ist es schön, wenn es Leute nicht so für selbstverständlich ansehen, sondern echt denken, wow, da ist ja echt Arbeit dahinter. Dankeschön vielmals für den Brief, hat mich sehr gefreut. Ich werde ihn auf meine Pinnwand hauen. So, und wie gesagt, Dominik und ich wollen Schaf-Chili essen. Ich habe mir das Schärfste bestellt, was sie haben, eh klar. Und habe bitte dafür gebüßt. Ihr wolltet ein paar Ausschnitte sehen, habt ihr mir auf Twitter geschrieben. Viel Spaß! Deswegen gebe ich ultra scharfes Chili. Damals gab es Stufe 3 und das soll Stufe 2 Chili sein.
Ich habe ein bisschen Angst davor, aber ich koste mal. Und da ist auch so tolles Brot dabei. Koste mal. Und? Scharf? Mal. Das ist echt heiß. Es ist ultra gut vom Geschmack her, aber es ist... Ja, wenn man noch Geschmacksnerven hat. Du kannst dir doch ein Glas Milch bestellen, nur so zur Info. Sie hat gesagt, es ist nicht so scharf. Schau mal, schau mein mal. Gesicht vibriert richtig. Es ist so scharf. Oh. Es ist richtig vibrieren und mein Mund brennt. Es ist... Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, es tut alles weh. Okay, es war. Wir haben uns gerade Milch bestellt. Und Prost. Ist schon besser? Ja. Wie war das? Das hat Satan höchstpersönlich gemacht. Satan wohnt in Wien und ist in der Küche. Ich wünsche euch ein schönes Silvester, passt auf, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014. Ich danke euch recht herzlich für den Support. Nächstes Jahr im Februar sind es dann schon 2 Jahre, wo ich das Ganze mache. Es macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und ich kann nicht erwarten, in welche Richtung das sich weiterentwickeln wird. Ich habe viel durch YouTube kennengelernt, ich habe viele Freunde kennengelernt, ich habe meine Freundin kennengelernt, ich habe irrsinnig viele tolle Erfahrungen machen dürfen, die ich nie wieder missen möchte und ich froh bin, dass es so gekommen ist. Auch wenn es YouTube einem nicht immer leicht macht, hoffe ich, dass euch meine Arbeit nach wie vor gefällt und dass es sich auszahlt. Und dann sagt's leider, wünsche ich euch ein wunderschönes Jahr 2014. Wir sehen sich. Also, Prosit, da ja und... 3, 2, 1, alles Gute. Ciao. Oh mein Gott, na, ich will nicht lesen. Hier ist auch nicht die... Ah! Oh mein Gott, wer bist denn du? Oh, hey, du hast eine Axt mit. Bist du der Typ, der das Lagerfeuer macht? Oh, hast du vielleicht kurz Zeit, über Gott und die Welt zu sprechen? Oder über Heidi Klums neue Badekollektion? Bist du der Typ? Nein? Okay. Dann weiß ich Bescheid. Sorry. Ich bin leicht überfordert, Leute. Oh mein Gott, okay.